Liebe Leute, herzlich willkommen zu Anno 1404. Ich habe es ja schon mal leicht angeteasert. Ich wollte gerne mal in diesen Titel reingucken, den ich schon seit Ewigkeiten in meiner Steam-Library habe liegen lassen. Wir spielen die History Edition. Ich habe noch nie Anno gespielt. Das ist also mein allererstes Mal jetzt. Und ich habe nur vorhin mal ganz kurz in die Kampagne reingespielt. Denn ich brauche natürlich ein Tutorial. Ich habe sonst überhaupt keinen Plan von diesem Game. Und da würde ich sagen, starten wir einfach mal auch direkt rein in die Kampagne. Ich würde einfach mal auf leichte Startbedingungen gehen, weil, wie gesagt, ich muss das Game erstmal lernen. Und vielleicht spielen wir ja mal die eine oder andere Runde dann auch irgendwann mal im Livestream. Aber jetzt für diesen kleinen Durchlauf so eine Art, ja, wir gucken uns das jetzt erstmal an, ein paar Videos, und dann sehen wir erstmal weiter. Würde ich sagen, Spiel starten. Im Blick zurück erscheint so vieles klarer, deutlicher. Eine trügerische Illusion. Denn Gottes Wege sind unergründlich. Niemand hätte ahnen können, dass ausgerechnet die Person, die Anno Domini 1404 ihr Lehen in einer unbedeutenden Provinz des Kaiserreichs antrat, schon bald in einem Atemzug mit den größten Helden unserer Zeit genannt werden würde. Ja, wir setzen Segel. Verzeiht meinen Trübsinn. Doch schlechte Kunde überschattet eure Ankunft. Unser geliebter Kaiser, mein geschätzter Vetter, ist von einem rätselhaften Leiden befallen. Okay, sorry, das zu hören, aber... Mit diesem Dom will ich Gottes Gnade erflehen, auf dass er unseren Herrscher verschone. Doch der Bau schreitet viel zu langsam voran. Aber wo bleiben nur meine Manieren? Ich bin Lord Richard Northburg, der Siegelbewahrer seiner Majestät. Ich werde euch unter die Arme greifen, bis ihr euch hier etwas eingelebt habt. Noch ist euer neues Heim eine beschauliche Siedlung. Doch wenn ihr euch erst mit allem vertraut gemacht habt, wird sie in euren Händen bestimmt zur Metropole erblühen. Gut, das wollte ich hören. Dann fangen wir mal an. Kapitel 1, ein Manifest des Glaubens. Okay. Mit Pfeiltasten kann ich mich bewegen. Sucht mich doch gleich auf meinem Schiff auf, damit wir mit eurem Lehenseid die Übernahme dieser Ländereien rechtmäßig besiegeln können. Dann legen wir mal los. Ah, dann gleich in Medias Res. Kraft meines Amtes als Siegelbewahrer seiner Majestät, des Kaisers, überantworte ich euch hiermit dieses Eiland. Handelt stets weise und gerecht. Ah, ist eine kleine Insel. Okay, ich verstehe. Falkenstein. So ist das also. Was haben wir hier hinten? Heute? Okay. Alles klar. Ja gut, dann let's go. Was müssen wir jetzt machen? Nur ihr fester Glaube lässt die Leute das entbehrungsreiche Leben ertragen. Ihr solltet eine Kapelle errichten. Außerdem kann es nicht schaden, für den kranken Kaiser zu beten. Alles, was das Herz begehrt. Okay, dann wie baue ich jetzt etwas? Was würde mich jetzt mal interessieren? Was haben wir hier? Werkzeuge und Holz? Ruhm und Vermögen. Glaubensbekenntnis. Errichten Sie eine Kapelle. Mit mindestens 8. Zunächst jedoch solltet ihr gleich einmal am Marktplatz vorbeischauen. Er ist das Herz jeder Siedlung. Let's go. Denkt daran. All eure Untertanen benötigen Zugang zu diesem Ort, damit sie sich versammeln und einen Markt abhalten können. Also ist der Markt sozusagen so ein bisschen das Dorfzentrum, wenn man so möchte. Bauernhaus wird markiert. Okay, dann... Was für ein wundervoller Tag. Aber soll ich das jetzt schon bauen? Für den Bau der Kapelle werdet ihr viele Helfer brauchen. Ah, okay. Mit Baustellen kenne ich mich aus. Errichtet Bauernhäuser, damit hier mehr Menschen sesshaft werden. Das Leben hier ist perfekt. So, okay, na dann bauen wir mal ein paar Bauernhäuser. Was ist das hier eigentlich? Ah, das ist auch ein Bauernhaus, okay. Ich soll, glaube ich, mehr bauen. 3 Stück muss ich errichten. Gut, dann machen wir hier und hier noch. Ihr habt soeben 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Mehr Untertanen werden nicht nur bald den Kapellenbau ermöglichen, sie füllen mit ihren Steuern auch den Stadtsäckel. Ich wünschte, ich könnte näher reinzoomen, damit ich noch mehr Details sehen könnte, aber das ist schon hübsch gemacht. Okay.
Nice. Während eure Bevölkerung in ihre neuen Häuser zieht, solltet ihr euch unbedingt auch einmal in eurem Kontor umsehen. Was ich ein bisschen seltsam finde, dass erstmal gar nicht so die Steuerung erklärt wird. Man muss das so ein bisschen selber rausfinden. Ich meine, gut, ist auch relativ einfach, aber... Dass ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass ich die Karte drehen kann, aber finde ich gut. Inspizieren Sie das Kontor. Das ist unser Kontor hier. Okay. Seht nur, all eure Waren werden hier gelagert und die Bestände fein säuberlich protokolliert. Es ist interessant, es gibt Holz, Werkzeuge, Fisch und Most. Und sonst gibt's nichts. Ach, Warenlager. Achso, Schatzkammer aber noch, okay. Und Handelsplatz. Na gut. Die Holzvorräte schwinden. Ihr solltet rasch einige Holzfäller anstellen. Außerdem hatte ich gehofft, dass ihr mir später Holz für den Kaiserdom liefert. Holz. Okay, auf dem Weg darf ich es natürlich nicht bauen, glaube ich. Deshalb... Ja gut, darf ich es... Ich glaube, ich platziere es einfach mal im Wald. So, das macht, glaube ich, am meisten Sinn. Errichten Sie 2 Holzfällerhütten, okay. Dann an den Stellen macht das, denke ich, mal Sinn. Gut. Ich würde mir das ein bisschen genauer angucken, ehrlich gesagt, aber man sieht es nicht so genau. Wie sollen die Marktkarren die Erzeugnisse bei den Betrieben abholen, ohne Straße zum Kontor? Ah, okay, jetzt muss ich das hier... Okay, ich verstehe, dann... Ah, okay, einfach nur einmal klicken und dann wird das auch so gemacht. Kann man es diagonal? Nee, aber so könnte man es machen. Na gut, pass auf, dann machen wir es einfach mal so. Ah, sehr schön. Neuen Bauvorhaben steht nun nichts mehr im Wege. Und wenn Gott will, unterstützt ihr mich schon bald beim Gerüstbau für den Kaiserdom. Okay, bis jetzt sehr eingängig das Tutorial, das gefällt mir. Ist wirklich für die ganz Dummen erstellt. Perfekt für Leute wie mich. Kann ich hier noch mehr Weg bauen? Wenn ich euch diesen Rat geben darf. Ihr solltet rasch eine Fischerhütte errichten. Eine hungrige Bevölkerung neigt zur Rebellion. Irgendwie darf ich das hier nicht. Warum darf ich das hier nicht? Ah, nicht genug Baumaterial. Der Marktkarren muss das Holz natürlich erst abholen. Den Bau der Fischerhütte werdet ihr wohl ein wenig aufschieben müssen. Nee, jetzt haben wir genug Holz. Alles klar, passt. So, und dann braucht das Ding wahrscheinlich auch noch einen Weg, nehme ich mal ganz stark an. Komm, den bauen wir da hin. Wie sollen die Marktkarren die Erzeugnisse bei den Betrieben abholen, ohne Straße zum Kontor? Das Ding ist also, eigentlich ist das hier das Hauptgebäude. Das Kontor ist eigentlich das Hauptgebäude. Okay. Der Fischer nimmt seine Arbeit auf. Sehr gut. Eure Bevölkerung wird euch eure Weitsicht danken. Okay, ja gut. Dann haben wir jetzt, glaube ich, die Grundlagen eigentlich gelegt. Nahrung und Holz. Kommt langsam rein. Des Kaisers Zustand hat sich verschlechtert. Wie sollen wir um Gottes Gnade flehen, wenn der Dom... Ich brauche unbedingt mehr Holz auf der Dombaustelle. Ich baue fest auf eure Hilfe. Holz für den Kaiserdom. Okay. Hier, Lord Northburgs Schiff liegt mit ihrem Hafen vor Anker und erwartet eine Lieferung. Der Lord ist in Sorge, dass der Kaiserdom nicht rechtzeitig fertig wird und der Zustand des Kaisers sich weiter verschlechtert. Wie wir alle wissen, hilft Religion natürlich bei gesundheitlichen Leiden. Helfen Sie ihm mit einer Warenlieferung. Wir bekommen 1000 Goldmünzen, wenn wir ihm 10 Holz liefern. Wir haben schon 7, okay. Ah, hier. Errichten Sie eine Kapelle mit mindestens 8 Bauernhäusern in deren Einflussradius. Wie viele haben wir aktuell? 1, 2, 5, 6... Okay, das machen wir erstmal später. Wir machen jetzt erstmal das Holz für den Kaiserdom fertig. Ah, der hat gerade Holz abgegeben, der Kollege hier, glaube ich. Genau, da schiebt er seinen Karren wieder weg. Also ich muss schon sagen, das Game ist schon echt hübsch. Jetzt, ich spiele natürlich auch diese History Edition. Bedeutet, wie das Original jetzt aussieht von damals, das weiß ich jetzt nicht. Aber grundlegend weiß ich, wie das jetzt hier schon mal... Das ist schon sehr hübsch, also... Lässt sich alles gut ansehen. Ich würde halt noch gerne näher rangehen, wenn es möglich wäre. So. Jetzt haben wir immer noch 9 Holz. Wie sieht es bei dem anderen Holzlager hier aus? Kann ich das... Ach, guck mal, ich kann sogar, wenn ich gedrückt halte, das Plus gedrückt halte, kann ich auch hier... Das Tempo erhöhen. Das Holz reicht nicht für den Ausbau eurer Siedlung und... Ah, ich sehe, ihr habt etwas Holz vorbereitet.
Können meine Matrosen mit der Beladung des Schiffs beginnen? Das Holz reicht nicht für den Ausbau eurer Siedlung und die Dombaustelle? Dann solltet ihr unbedingt weitere Holzfällerhütten errichten. Das war jetzt so richtig im Stile von When you're homeless, just buy a house. So. Ja, okay. Ihr seid mir eine große Hilfe. Wenn der Kaiser dank dieses Doms genesen ist, wird auch er euch eure Treue danken. Wir sind wirklich zu beneiden. So, ich brauche jetzt aber anscheinend entweder erstmal mehr Holz. Warum kann ich hier oben nichts bauen? Nicht im Baubereich. Was heißt denn? Ach so, ich muss das Kontor hier. Ich übergebe hier. Euch das Kommando über dieses Schiff. Zum Dank für eure Hilfe. Geht gleich einmal an Bord. Die Mannschaft. Ich sehe, ihr habt euer Schiff gefunden. Sicher brennt ihr darauf, die Gewässer um eure neue Heimat zu erkunden. Es wird nicht an Gelegenheiten mangeln. Herrje, euer Geschenk. Ich habe völlig vergessen, es euch zu überreichen. Und zu allem Unglück ist es bei meiner Abreise über Bord gegangen. Bestimmt treibt die Kiste irgendwo im Meer. Was? Ah, man kann hier mit dem Schiff dann irgendwelche Sachen aus dem Meer ziehen. Interessant. Ja, ein paar Werkzeuge. Wow, was für ein tolles Geschenk. Ah, ein Glück. Die Warenkiste ist unversehrt. Wenn ihr das Werkzeug im Kontor zum Trocknen auflegt, kann man es bestimmt noch verwenden. Gut, dann bringt das mal zum Kontor. Einfach eiskalt diesen armen Fischer hier über Bord getreten. So, wie mache ich das jetzt? Handel starten. Ah ja. Ah, da kann ich es hinzufügen. Na, ist ja nett. Hervorragend. Ich sehe, ihr kennt euch mit Sextant und Fernrohr aus. Das macht die Dinge gleich viel einfacher. Der Sprecher ist mir natürlich wohl bekannt aus Piranha Bytes und Risen-Spielen im Allgemeinen. Das finde ich natürlich ziemlich cool. Okay, was müssen wir jetzt machen? Eine Bitte. Auf der Dombaustelle müssen viele hungrige Mäuler gestopft werden. Für die Steinmetze auf meiner Insel im Süden bleibt kaum etwas übrig. Könntet ihr ihnen etwas von eurem Fisch abgeben? Tja, ja okay. Ich habe eigentlich mehr als genug Fisch. Das könnte ich eigentlich machen. Der braucht es auf seiner Insel im Süden. Okay, ja, dann starten wir den Handel. Bringen 10 Fischsteils drauf. Ah, ausgezeichnet. Euer Fischer hat schon einige Vorräte angelegt. Ah ja, okay, und dann bringen wir den Fisch in dieses große Kontor. Ah ja, und so wird die Karte aufgedeckt, nice. Das dürfte reichen. Ui. Ach, wie werden meine Steinmetze vor Freude strahlen, wenn ihr ihnen den Fisch bringt. Die werden richtig strahlen vor Freude, wenn sie diesen gammligen alten Fisch sehen. Yay, werden die sagen. Geil, man kann so richtig fette Burgmauern bauen und Einheiten platzieren. Das ist doch meine vermisste Ladung für die Dombaustelle. Das Schiff muss im letzten Sturm auf das Riff aufgelaufen sein. Seid so gut und bringt mir die Kisten. Wie schnell ich das einfach mal zwischendurch eingesnackt habe. Auch gut. Also ich habe natürlich mega Bock, wenn ich mir das hier mal so angucke, hier so fette Burgen zu bauen. Es leben immer noch nicht genug Menschen in eurer... Da seid ihr ja. Können meine Arbeiter gleich mit dem Entladen der Fracht beginnen? Okay, ziehen sie die Waren, die sie dem Lord verkaufen wollen, in die Handelskammer. Irgendwie funktioniert das aber nicht. Ja. Es leben immer noch nicht genug Menschen in eurer Siedlung, um den Bau der Kapelle zu beginnen. Ein paar Bauernhäuser mehr können nicht schaden. Okay, ich muss mir Bauernhäuser errichten. Dann machen wir das. Dann bauen wir auch mal den Weg hier aus. Danke. Da ihr nun schon einmal hier seid, transportiert doch bitte gleich diese Kapitellsteine zur Dombaustelle. Sie werden dort schon dringend erwartet. Ach, wenn du einmal hier bist, mach doch direkt noch das mit. Und das kannst du auch noch machen. Ach ja, und einmal hier hast du die Ladung. Bring die mal dahin. Na gut, dann bringen wir das mal zur Domstadt. Interessant. Also das sieht schon echt hübsch aus. Diese einzelnen Gebäude-Assets haben sie wirklich sehr hübsch hinbekommen.
frage mich ja, ob ich selber solche Mauerwerke bauen kann. Und ob es auch Truppen gibt. Also wenn ich hier sehe, dass da so Einheiten auf der Mauer stehen, frage ich mich auch, ob man die auch befehligen kann und so. Aber eigentlich habe ich das nicht mitbekommen. Eigentlich habe ich nur gelesen... Oh, warte mal. Richten Sie 6 weitere Bauernhäuser? Okay. Unsere Häuschen sind die schönsten von allen. Muss ich hier mal noch? 1 und 2... Neue Bauernhäuser. Sehr gut. Nun sollte eure Siedlung bald genügend Einwohner haben, um die Kapelle bauen zu können. Okay, cool. Was brauche ich denn für die Kapelle? 90 Bauern? 90? Okay. Ich habe nur 63 aktuell. Ah, endlich. Können die Hafenarbeiter die Ladung jetzt löschen und die Kapitellsteine zur Baustelle bringen? Dank euch haben wir große Fortschritte beim Bau des Doms gemacht. Hier, nehmt diese Werkzeuge. Ihr werdet sie sicher zum Ausbau eurer Siedlung gebrauchen können. Also irgendwie, ja danke, aber irgendwie... Bitte kümmert euch um die Bergung der Schiffsladung. Ja. Ich benötige sie dringend für den Bau des Doms. Ja, Bruder, ich will sie dir abgeben, aber ich weiß nicht wie. Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann? Hä? Oh, jetzt habe ich rausgeworfen, die Ladung. Wie sammle ich die jetzt ein? Okay. Ziehen Sie die Waren, die Sie im Verkauf wollen, in die Handelskammer. Aber wie mache ich das, wenn es grau ist? Ich möchte Treibgut nicht kaufen. Was meint er denn? Ich habe das doch eingesammelt. Dann muss ich das dem Schiff bringen. Nur zu. Schaut euch ruhig in meiner prächtigen Stadt um. Und vergesst nicht, auch der Dombaustelle einen Besuch abzustatten. Also ich verstehe noch nicht so ganz, wie das jetzt hier mit dem Treibgut funktioniert. Was da wohl drin ist? Was ist denn da drin? Kannst nur rauswerfen vom Schiff, aber sonst kann ich nichts damit machen. Bitte kümmert euch um die Bergung der Schiffsladung. Ich benötige sie dringend für den Bau des Doms. Wie kann... Jetzt habe ich Werkzeuge verkauft. Das hier, das sehen wir da. Das ist doch ganz einfach. Muss ich das jetzt so rausziehen und so? Seht nur, eure Siedlung ist beachtlich gewachsen. Keine Ahnung. Wenn alle zusammenhelfen, kann in der Kapelle bald die erste Messe gelesen werden. So, Kapelle, können wir jetzt bauen? Was brauchen wir? 12 Holz bauen auf? 2 Holz benötige ich noch. Ein Dorfbrunnen wäre natürlich auch schön. Ein Mosthof. Bewirtschaftet 4 Obstwiesen. Benötigt geeignete Fruchtbarkeit. Produziert Most. Stillt das Bedürfnis nach Getränken. Ah ja, okay. Ich denke, das können wir dann hier so bauen vielleicht. Oder hier. Nee, ich glaube, hier wäre eigentlich ein ganz guter Spot. Ja, ich denke so hier. Aber erstmal die Kapelle. Oh, die sieht ja hübsch aus. Die, weiß ich nicht, bauen wir vielleicht dann so hier. Oder da? Hinterm Marktplatz irgendwie. Ach, hier sind noch... Ach so, ich muss noch mehr Kisten holen. Deshalb ging das nicht. Okay. Hab's verstanden. Ah, die sind hier auf dem Riff gelaufen. Ah, ach, das sieht aber auch schön aus hier. Hier, da muss ich hin. Okay, jetzt habe ich's verstanden. So, jetzt haben wir auch genug Holz. Jetzt können wir auch die Kapelle errichten. So. Kann ich das Gebäude auch irgendwie drehen? Anscheinend nicht. Ah, welch wunderbare Kapelle ihr errichtet habt. Eure Schaffensfreude gibt mir Mut, dass auch mein Kaiserdom bald vollendet wird. Das sieht echt hübsch aus hier. In Domini Patris. Die knien vor nicht der Kapelle. Nicht nur euer Lehen führt ihr mit sicherer Hand. Ihr fandet sogar noch Zeit, mich auf der Baustelle zu unterstützen. Es wird den Kaiser freuen, dass er mit eurer Ernennung recht getan hat. Kauf, Leute, kauf! Kann ich die Baustelle mir auch angucken? Ah ja, hier tatsächlich. Kaiserdomfundament. Oh, was passiert jetzt? Seht, die Gerüste auf der Dombaustelle sind endlich fertiggestellt. Der erste Schritt ist vollbracht. Ich weiß gar nicht, wie ich euch für eure Hilfe danken kann.
Nun können wir damit beginnen, die Fundamente für das Mauerwerk zu... Was ist das? Schiffe am Horizont. Wer mag das sein? Diese Schlangenbanner bedeuten nichts Gutes, glaube ich, oder? Im Namen des Kaisers und Kardinal Lucius verkünde ich folgenden Beschluss. Um dem Vormarsch der Sarazenen Einhalt zu gebieten, soll ein Kreuzfahrerheer entsandt werden. Jeder Vasall hat die Ehre und Pflicht, diese Anstrengungen aus besten Kräften zu unterstützen. Guy Forcas. Es ist Peter Heusch, a.k.a. Lester. Und er sieht sehr wild aus. Kapitel 1. Ah, Glückwunsch, Sie haben gewonnen. Cool, ich habe gewonnen. Na gut, jetzt habe ich die verlorene Fracht halt nicht geschafft und wo ist der Baumeister? Das hat auch nicht funktioniert, aber ist nicht schlimm. Das war da erstmal ein ganz netter Einstieg. Interessant, es sind also auch mehrere Missionen. Ich weiß gar nicht, wie viele Missionen das jetzt hier sind, ehrlich gesagt. Werden wir mal gucken. Aber okay, wenn das jetzt der Fall ist, dass ich hier die erste Mission abgeschlossen habe, dann sage ich an der Stelle einfach mal vielen Dank fürs Zusehen und dann beende ich jetzt hier einfach mal schon und dann gucken wir dann mal in der nächsten Folge dann mal... in die zweite Mission rein. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt gesund und ciao.